Und zwar habe ich hoffentlich in der Leitung Sammy. Hörst du uns? Ja, ich kann dich hören, Wolfgang. Super. Und zwar geht es jetzt auch um eine Kriminalisierung, und zwar von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der aramäischen Aktivistinnen und Aktivisten und Aktivisten in Deutschland. Mhm. Vielleicht so mal am Anfang ein bisschen was zu der Geschichte, den Hintergrund der Aramäer. Soweit ich weiß, gab es, glaube ich, vor 100 Jahren mal ein Massaker. Aber erzähl doch mal, was sind das für Menschen? Also ich denke, eine Volksgruppe in der Türkei sind das auf jeden Fall. Also die Aramäer sind ethnologisch gesehen ein semitisches Volk. Sie haben eine eigenständige Kultur und sprechen eine eigene Sprache, Aramäisch, welche die Sprache ist, die Jesus Christus gesprochen hat. Die ursprüngliche Heimat der Aramäer ist Mesopotamien, die sie seit ca. 4500 Jahren bewohnen. Die Staaten Türkei, Syrien, Irak und Iran teilen sich gegenwärtig das Land. Und wegen dem Völkermord an den Aramäern von 1915 durch das Osmanische Reich und den ständigen Verfolgungen und Unterdrückungen in Türkei flohen viele Aramäer nach Europa und leben nun stark verstreut auch in der Diaspora. Also und eben auch in Deutschland. Und jetzt ist es so, du bist, glaube ich, Mitglied von den revolutionären Aramäern. Und vielleicht kannst du kurz mal sagen, was eure Ziele, eure Aufgaben sind hier in Deutschland? Also die revolutionären Aramäer bzw. Syrieu ist eine Volksbewegung aus intellektuellen linken Aramäern, die sich für die Rechte der Aramäer insbesondere in der Türkei einsetzen, aber sich auch dann international organisieren, quasi für die entsprechenden Heimatländer, wo sie gerade leben, aktiv sich für die aramäische Sache bzw. politischen Aspekte als auch für religiöse Rechte einsetzen. Und auch eben für die Kultur, weil die ja, glaube ich, in Türkei auch verfolgt wird. Jetzt war es so gewesen, dass, glaube ich, 2018 war Erdogan der Staatspräsident der Türkei hier in Deutschland. Es gab Proteste und da sind, glaube ich, mehrere Leute von euch festgenommen worden. Aber vielleicht kannst du mal kurz schildern, um was es da genau ging. Also es ist vom Kontext her so gewesen, dass am 1. Mai 2018 eine Demonstration in Augsburg war, wo Genossen von uns marschiert sind, mit der Flagge der SKB, also der kommunistischen Aramäer Mesopotamiens. Und die Polizei hat uns quasi dann eine Vorladung geschickt mit dem Vorwurf, dass wir Vereinsgesetz verstoßen hätten, dass es sich angeblich um die Flagge der DHKPC handeln sollte, also der Revolutionären Volksbefreiungspartei Front. Und weil wir dem nicht nachgegangen sind, also der Vorladung, gab es am 2.10., also kurz nach dem Protest von Erdogan, dann schon eine Hausdurchsuchung, die bundesweit stattgefunden hatte bei unseren Genossen. Und davon sind insgesamt 8 Genossen betroffen, wohingegen 6 aus Bayern sind und 2 aus Baden-Württemberg. Also gab es, also ich muss mal richtig verstehen, ihr habt am 1. Mai demonstriert, ne? Das ist ja der Tag der Arbeiterklasse, der revolutionären Arbeiterklasse, und nach der Demonstration, also Tage danach, habt ihr sozusagen eine Vorladung bekommen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Und okay, und ihr musstet relativ hohe Strafen zahlen, also Bußgelder. Mhm. Und vielleicht muss man nochmal was sagen, dass das euch wurde vorgeworfen, die DHKPC ist eine marxistisch-leninistische Partei, Organisation, die auch bewaffnet kämpft in der Türkei gegen das türkische Regime, dass euer Emblem dem ähnelt. Aber so, ihr habt dann geschrieben, dass das auch gar nicht stimmt. Dass es, also, so habe ich das richtig verstanden. Genau. Also es geht quasi darum, wir haben dann auch Strafbefehle bekommen von einer Gesamtsumme von 13.000 Euro als Geldstrafe. Mhm. Die wir natürlich dann auch abgelehnt hatten. Dies führte dann natürlich zu Gerichtsterminen, aber darauf werden wir dann später etwas näher eingehen. Also quasi der Vorwand ist, dass man von seitens des Staatsschutzes, dass sie sagen, die Flagge und die Symbolik der SGB, der kommunistischen Aramäer Mesopotamiens, ist die Flagge, also nicht ähnelt, sondern ist die Flagge der DHKPC. Und
In dieser Frage der Thematik kommt natürlich sowohl auf dem Strafbefehl, in den Anklageschriften widersprüchliche Angaben, dass man auf der einen Seite dann sagt, ja, es ist die parteiische Seite von der DHKPC, dann wiederum die Frontseite der DHKPC und dann wiederum von DEFSOL gesprochen, also der Vorgänger, der sogenannten Vorgängerorganisation der DHKPC sozusagen. Und daran sieht man, dass da nicht einmal ein eigenständiges Denken von einem einheitlichen Verständnis kommt. Also, dass man hin und her versucht, es mit allen Mitteln in diese Richtung her zu interpretieren. Ja. Was aber auch wichtig in diesem Aspekt zu wissen ist, die Flagge der DHKP, also der parteiischen Seite, hat ein Sonnensymbol im Hintergrund und ein Hammer und Sichel in der Flagge. Und das Symbol der Front hat quasi einen doppelten Stern in sich. Rot und Gelb. Aber die der SGB, das ist eine Flagge, die einen Stern mit einem Hammer und Sichel hatte. Das heißt, es trifft weder nicht auf die Partei zu, noch auf die Frontflagge als Symbol her. Sondern es ist eine eigenständige Flagge mit Symbolik. Ja, ich verstehe. Also ich denke, das ist wahrscheinlich auch nur ein Vorwand, um euch zu kriminalisieren, weil ihr natürlich... Genau. Linke Politik macht, ne? Also sozusagen, ja. und das ist der Punkt, und also es geht da, glaube ich, nicht um Beweise, sondern es ist einfach ein Vorwand einer Kriminalisierung. So weit habe ich das verstanden, und da wird auch nicht von Abstand genommen, ne? Also genau. Also wenn ich das dann mal kurz auch so zusammenfassen würde, genauso wie du es gerade analysiert hast, der Hintergrund einer ganzen Sache ist ja eigentlich, dass hier bewusst gegen linke Aktivität vorgegangen wird und kriminalisiert wird, aber auch aus der Perspektive heraus, dass es sich bei den Aramäern um ein Volk handelt, das in der Türkei unterdrückt wird und verfolgt wird und nun anfängt, jetzt Widerstand zu leisten und es zu organisieren für seine Rechte. Und der deutsche Imperialismus hat großes Interesse in Bezug auf die Türkei, dass die politischen, militärischen, wirtschaftlichen Geschäfte weiterhin natürlich stabil bleiben. Und deswegen ist ja nicht nur allein jetzt die revolutionären Syrer bzw. Aramäer betroffen, sondern wenn wir jetzt noch weiterhin es alles ausdehnen, dann sehen wir, dass in der BRD und das insbesondere in Bayern gegen die revolutionären Marxisten-Leninisten von der DHKPC vorgegangen wird, zumindest mit dem Vorwurf, bei den Kommunisten von der DKPML werden Verfahren gemacht, natürlich bei der Volksbewegung von uns als revolutionären Syrer, als auch patriotische kurdische Organisationen werden mit äußerster Härte verfolgt und alle werden sie kriminalisiert, immer und immer wieder, weil es einfach um das imperialistische Interesse Deutschlands in Bezug zur Türkei geht. Das ist, glaube ich, so das Entscheidende, weil sonst könnte man ja auch sagen, ihr habt christliche Wurzeln, das wäre ja eigentlich auch ein Grund, dass da die Bundesrepublik Deutschland eher euch wohlgesonnen sein würde, aber ihr habt eine linke Programmatik, eine marxistische Programmatik, eine kommunistische, und das ist so der Punkt. Ich glaube, das haben wir so begriffen, und das Entscheidende ist ja jetzt so, das ist ja, es gab von einer palästinensischen, ich glaube, Gefangenenhilfsorganisation so ein Schreiben, dass 129b-Verfahren, also Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, überwiegend gegen kurdische und türkische linke Gruppen eingesetzt oder verwendet wird, und das ist jetzt also auch euch bzw. auch dich betrifft, und da wäre natürlich jetzt nochmal wichtig, dass man, also euer das Verfahren läuft, es sind natürlich auch relativ hohe Bußgelder, um das nochmal ein bisschen auszuschlachten, also du sagst es von 12.000 Euro, das ist natürlich auch relativ viel Geld, und also da ist momentan so, dass in der Schwebe, also dass es nicht bezahlt wird, aber das kann ja natürlich auch nachher noch sanktioniert werden, wenn man nicht zahlt. Ne? Das heißt ja dann, glaube ich, auch Knast, oder was heißt das genau? Also in diesem Bezug gab es ja auch schon zwei Prozesse von zwei Genossinnen. Ich könnte ja quasi kurz darauf auch eingehen, kurz zu erklären, wie es beim ersten Prozess war. Also am 5.11.2019 gab es den ersten Gerichtsprozesstermin von einer Genossin, da wo es um diese Flaggenthematik geht, dass an diesem Prozess ihr vorgeworfen worden ist, dass diese Flagge die der Partei sei, also von der DHKP
So, da wurde dann hin und her diskutiert, dann hat der Rechtsanwalt von uns, Mathis Breuer, dem Richter anschaulich nochmal die Flagge der SGB und der DHKP vorgezeigt. Und der Richter hat anfangs sogar eingewilligt und zugestimmt, also zumindest zu dem Rechtsanwalt, dass es ja tatsächlich zwei verschiedene Flaggen sind. Aber das Interessante daran war, dass als dann der Richter dann vermerkt hatte, dass er kurz etwas überprüfen müsste, den Gerichtssaal verlassen hatte für 10 Minuten, dann wieder zurückgekommen ist und eine total neue Person geworden ist. Er hat sich kreuz und quer gestellt und gesagt, nee, es ist die gleiche Flagge. Es ist die gleiche. Und dann haben wir, hat dieser Problematik dann einen Antrag gestellt auf Überprüfung durch das Bayerische Verfassungsschutz, dass sie quasi Stellung nehmen sollen, ob das wirklich diese Flagge ist oder nicht. Und dann wurde quasi zumindest der erste Gerichtsprozesstermin dann unterbrochen, beziehungsweise dann verschoben. Zwischendurch gab es dann einen zweiten Prozess von einer anderen Genossin, der jetzt nicht nur der Flaggenverstoß vorgeworfen wird, sondern auch Verstoß gegen verfassungsfeindlichen Symbolen. Und jetzt soll man mal verstehen, um was es da ging. Da ging es quasi darum, dass die Genossin in ihrem Handy ein antifaschistisches Bild hatte, mit einem Bild, wo drauf war, wie viele Todesopfer der Hitlerfaschismus damals verbrochen hatte. Und in diesem Bild war ein Cover von den Nazis auch zu sehen, als Zeichen des der Mörder, die da diese Todesopfer ja hervorgebracht haben. Und ihr wurde dann vorgeworfen, sie würde das dann verherrlichen und aus faschistischem Kontext propagandieren. Aber das ist ja total absurd. Ich meine, auch das Antifa-Zeichen hat ein Hakenkreuz. Aber es wird ja durchgestrichen aus dem Aspekt, dass man ja gegen Faschismus ist. Also auch solche Themen werden im Prozess tatsächlich diskutiert. In so einem Prozess, dass solche Fragen so verdreht werden, zeigt ja, um was es ja wirklich geht in der Hinsicht. Also du meinst, und was interessant war, ist, bei dem zweiten Prozess, im Gegensatz zum ersten, war es dann, dass bei dem ersten Prozess der Fall ja von der Partei dann quasi gesagt wurde, okay, das mit der Partei konnten wir nicht durchsetzen, dann werden wir einfach sagen, beim zweiten Prozess jetzt, es ist die Flagge von der Front. Also jetzt wurde bei dem zweiten Prozess quasi von der Front dann diskutiert. Bei der ersten hatten wir das Diskussionsthema, es ist die der Partei, von der DHKP. Und bei dem zweiten ging es darum, okay, ist es dann die von der DHKC? Das heißt, selbst bei denen herrscht nicht einmal Einigkeit darum, um was es geht. Und der Bayerische Verfassungsschutz hat zwischendurch ein Schreiben übermittelt. Aus Sicht des Verfassungsschutzes von Bayern wird gesagt, dass es sich bei der Flagge von den kommunistischen Armee Mesopotamiens um die Flagge der DHKC handelt, also um die Flagge der Frontseite quasi. Und hier kommen wir aber zu einem sehr interessanten Satz, wo der Verfassungsschutz dann gesagt hat, die aber meistens nicht verwendet wird von der DHKC. Also ob die verwendet wird von der DHKC, aber meistens nicht. Das sind auch widersprüchliche Angaben, weil eine Partei, eine Front, eine Organisation hat halt ihre Flagge und verteidigt natürlich ihre Flagge. Daraufhin haben wir dann natürlich dann gesagt, wir haben uns auch mit dem Bundesinnenministerium auseinandergesetzt und haben dann ein Schreiben vom Bundesinnenministerium bekommen, dass gesagt worden ist, dass die Flagge von der SGB nicht verboten sei und dass darüber keine Informationen gibt von einer Verbotsverfügung. Und dies haben wir dann quasi der Richterin dann vorgelegt gehabt, die dann quasi dann mit der Begründung gesagt hat, ja, es ist ja kein eindeutiges Schreiben, wo man klar erkennen kann, dass es ja um diese Flagge handelt. Und das lehnen wir halt quasi dann ab. Also es wurde gar nicht mal auch ernst genommen vom Bundesinnenministerium, das Schreiben. Dann haben wir gesagt, gut, dann werden wir das Bundesinnenministerium dann zumindest einladen, dass sie dann zur Verhandlung kommen. Und dann kann man ja klar und deutlich miteinander darüber reden, ob es jetzt um diese Flagge handelt oder nicht. Die Richterin lehnte das dann ab. Dann sind wir darauf eingegangen, dass wir dann sagen, gut, da rufen wir halt den Bayerischen Verfassungsschutz an. Durch deine widersprüchlichen Angaben wollen wir Klarheit darüber haben. Und auch das hatte die Richterin dann letztendlich abgelehnt. Und dann haben wir quasi einen Antrag auf Befangenheit der Richterin geschrieben und sie quasi dann wegen der Befangenheit abgelehnt gehabt. Und die Verhandlung wurde dann unterbrochen und wir haben dann vor knapp einer Woche dann ein Schreiben bekommen,
dass also die Befangenheit abgelehnt worden ist. Das heißt, es wird einen zweiten Prozesstag geben, wo die Richterin dann wieder anwesend sein wird. Hm. Ja, ich glaube, da ist die Staatsräson spielt da eine große Rolle in der Bundesrepublik Deutschland und die Klassenjustiz Kusch natürlich dann auch. Lassen wir das mal so stehen, dann ist es noch so, dass es speziell gegen dich gibt es ein Ermittlungsverfahren wegen 129 BU oder ist es schon eröffnet worden? Das hab ich nicht so ganz verstanden. Mhm. Also Wolfgang, bei mir geht es jetzt darum, das Landeskriminalamt überprüft aktuell mehrere meiner sozialen Netzwerke Beiträge, die ich veröffentlicht habe. Mhm. Es wurde unter anderem, das kann man aus dem Bericht herauslesen, von angeblicher Volksverhetzung, von Aufruf von Straftaten her geredet. Es ging um Beiträge, die ich quasi zum Aufruf zur Solidarität für die sozialistische Musikband Gruppe Gruppio rumgemacht wird, die damals ein Auftrittsverbot hatten, 2018 beim Rebellischen Musikfestival. Dann wiederum wurde mir auch vorgeworfen, dass ich mehrere Verstöße wegen des Vereinsgesetzes hatte und auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Zusammenhang alles mit der DHKPC. Meine Rechtsanwältin hat daraufhin dann weiterhin nachgehakt und wollte dann komplette Akteneinsicht haben. Und dann kam dann der Moment, wo dann sie einen Anruf bekommen hat, dass sie keine Einsicht zu der Gesamtakte bekommt von der Generalbundesanwaltschaft, weil aktuell ein Prüfungsverfahren gegen mich läuft auf den 129b Strafgesetzbuch. Paragraphen. Und darum ging es jetzt, dass quasi die Akte momentan für meine Rechtsanwältin Martina Sulzberger verschlossen bleibt und wir keine weiteren Informationen gerade herausziehen können. Das heißt konkret, was los ist, warum, wieso, weshalb, darauf haben wir leider noch keinen Aktenzublick. Das heißt, auf jeden Fall wird ermittelt, das ist natürlich auch eine Einschüchterung gegen eure Bewegung hier in Deutschland. Es behindert natürlich auch eure Arbeit. Und es ist eben so, dass 129b gegen, ihr seid ja eine migrantische Organisation, dass da auf jeden Fall Druck gemacht wird, also auf linke fortschrittliche Gedanken, und die sollen natürlich mundtot gemacht werden. Und wir haben jetzt soweit keine Fragen mehr. Vielleicht hast du noch, möchtest du Evi zum Schluss noch was sagen? Wir sollten das auf jeden Fall verfolgen, weil, wie gesagt, es ist ja eine weitere Volksgruppe, eine weitere migrantische Gruppe, die verfolgt wird nach der TKPML, nach diesen sogenannten DHKPG-Verfahren, den sogenannten PKK-Verfahren. Könntet ihr oder könntest du da auch noch hinzukommen? Das haben wir jetzt so verstanden. Möchtest du zum Schluss kurz noch was sagen? Ja, also wir rufen alle aktiven linken, fortschrittlichen, demokratischen und antifaschistischen Menschen auf, sich mit uns zu solidarisieren und ein aktives Zeichen zu setzen gegen diese Kriminalisierung und Repressionen. Weil betroffen sind ja wenige, aber gemeint sind wir alle. Und das sehen wir ja gerade aus diesen ganzen Prozessen. Ich möchte abschließen mit der Parole von Bertolt Brecht, der ja auch aus Augsburg kommt, der gesagt hat, wo Recht zu Unrecht wird, dann ist Widerstand zu Pflicht. Und das trifft vollkommen zu. Ich danke dir, Wolfgang, für das Interview und ich danke auch Radio Flora für eure Unterstützung. Und wir werden weiterhin kämpfen und wir werden euch weiterhin auf den neuesten Stand der aktuellen Dinge halten.